Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jo, moin Flüte und ahoi, liebe Landratten und Rätchen, und damit herzliches Willkommen zurück zu Masters of Orion. Mit dabei ist der wunderbare Kenny. Schönen guten Tag. Und der wunderbare Valvo. Servus und hallo. Und so. Der natürlich wunderbare Arno ist auch mit dabei. Hallo Arno. Heute schwulen wir uns wieder alle an. Ja. Nein. Mit dabei sind die anderen zwei Spasten. So, so kenne ich das schon eher. Okay. Das hast du mir gesagt, Arno. Das rührt mich ja. Ne? Ja, das habe ich gesagt. Genau. Pudding. Wieso wird das immer mehr? Das ist ja unglaublich. That's what she said. Hat ein bisschen gedauert, ne? Initialzündung hat gefehlt, ja. Moment, Dalok. Moment. Was versuchen Sie? Sie sind gerade in dem Moment her teleportiert. Mit Fregatte und Konstruktionsschiff. Ja, ich glaube eher nicht. Danke. Tschüss. Die Dreckigen. Ich glaube, die sind schon ziemlich am Arsch. Also Pfad zum Sieg sind die nicht mehr unbedingt ganz weit vorne. Könnte daran liegen, dass ich gerade deren letzten Planeten wegbombe, wenn sie keinen neuen kolonisiert haben. Boah, dein Militär geht aber schön ab, Kenny. Ja, das haut ja auch ordentlich rein, ey. Meine ganzen Captains und sowas, oder meine ganzen Anführer bekommen jede Runde irgendwelche Beförderungen. Das läuft wohl. Hier mal wieder ein bisschen durchkaufen, dass wir vorankommen hier. Kaufen. Ich bräuchte noch mal Kommandopunkte, bitte. Mahlzeit. Eine Minute. Oh je. Oh je. Scheiße, ey. Oh je, Mini. Ja. Alter, ey, könnt ihr nicht mal irgendwie hier euch anders positionieren. Da. Gottes Willen. Ja, nehmen wir dann mal. 1-0. Noch nicht geschafft. Ich sehe einfach zu viel. Wie ist mal diese Planetenhinschweb-Animation? Es ist so belastend, immer dieses Kolonisieren, oh mein Gott. Vielleicht solltest du das Kolonisieren einfach mal lassen. Was? Meinst du wirklich? Ganz wirklich, ja. Also. Bevor wir jetzt die ganze Zeit das Geheul anhören müssen, wäre das meine Idee. Entschuldigung. Ja.
Hast du eigentlich länger Stellaris gespielt, Kenny? Nö. Ich glaube, die Runde mit euch habe ich gespielt. Das war so ein Stream, oder? Kann gut sein, ja. Echt, das war das ein, deine einzige Stellaris-Erfahrung? Ja. Ich glaube, das war noch dieser Stream, der, wo wir alle total überfordert waren. Glaube ich. Nee, das war Gab's noch einen davor. anderen? Das war. Okay. Ich bin der Meinung, das war da, wo ich die Whovians gespielt habe noch. Das muss. Das ist echt Ach so, ewig stimmt, her wir eigentlich. hatten ein paar Streams. Ja. Da wo es dann. Es gab so eine Partei, wo rechts war eine große Verbündetenaktion und links war eine große Verbündetenaktion. Und ähnlich wie hier hieß es auch immer, ja, wir greifen uns schon nicht gegenseitig. Es zieht sich so durch, ne? So, damit habe ich den letzten Dalok-Planeten, glaube ich, weggebombt. Ja, was ist jetzt schon Jawohl! wieder? Okay, Dalok. So geil, immer wieder diese News-Meldungen da. Jetzt die Frage, schnappe ich mir sofort die Katzen, die hier im nächsten System sind, Miau. oder versuche ich erstmal, ja, ich gehe erstmal über die Sizilianer, ne? Oder Okay, über das die heißt, ich brauche mir das Sizilianen. gerade schenken, dass ich nach Jakobs fliege. Ja, die sind dann Hat sich Muschamba jetzt weg, erledigt. oder nicht? Wahrscheinlich. Warte mal, ich fliege mal an den Rand, dann sollte ich es eigentlich sehen. Ja, komm, ich greife jetzt als nächstes die Sizilianen an hier. Ab geht's für den Mark. Unser Bomber. Bin tatsächlich am Überlegen, ob ich Orion noch einmal ausprobieren soll. Auch doch, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Ja, ich habe eigentlich nicht mehr wirklich was zu machen. Wäre noch mal ein lustiger Gag am Ende. Ich will schon, dass wir noch 60 Runden vor uns haben, ne? Also hebt euch irgendwas für die Spannung der Zuschauer bis zur letzten Runde noch auf. Genau, und dann wieder, oh Gott, ich werde nicht fertig. So, dann fliege ich mal da zurück. Wo magst du dich eigentlich noch hinsiedeln, Kenny? Oder bleibst du mal bei denen? Ich siedel gerade gar nicht mehr, ich bombe gerade nur. Wer siedelt, hat schon verloren. Eben. Nur zu viele Angriffsfläche. Und zu viel zum Durchklicken und dann wieder, oh mein Gott, ich werde nicht fertig. Ich sag einfach gar nichts mehr, weißt du? Ja. Jokerle hat geschrieben. Hallo Jokerle. Hallo Jokerle, guten Day. Also in Wo hat er Skype. geschrieben? Das heißt, da werde ich jetzt nicht so. Das blinkt ja gar nicht bei mir. Ach doch, gleich geht's vom Anno. Ja, ich mag Skype auch nicht. So geht's mir, liebe Leute. Einzige, der über negative Schwingungen verteilt, bist du, Ah, jetzt mal. Okay. Okay. Oh, ein O von Anno? Was heißt das denn? Verschmutzung 300 von 300. Oh. Oh. Da ist wohl was passiert, hä? Da war wieder wer hier dreckig. Da hat jemand seine Planeten nicht durchgeklickt. Entschuldigung. 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 Anno? Annolein. Anno left the game. Vielleicht kommt nur so ein Krieg. Ah, er ist noch da.
Das ich bin freut wieder mich da. Endlich zu hören, Andros. Ja, ich mich auch. Wo bist du gerade hingelaufen? Ich habe das skypische Mic Drop gemacht, was ich bei Valve schon mal gemacht habe in Timelines. Okay, wir haben davon nichts gemerkt, aber. So, was ja episch. Ich habe mir einen abgekickelt. Na dann. Da kenne ich, schau mal, Herr Müller-Emmer. Ich komm grad nicht, ich bau doch gerade. Ich sagte, schau, nicht bau. Wisst du, wo soll ich denn hinschauen? Vorschlag, was ich geschickt habe. So. Ja. Oh. Das kommt ja noch ein bisschen umändern hier. Da auch was geschickt, Anno. Kannst du doch nicht noch was geben. Noch was zum Klicken. Ja. Na, Silizoiden, wie sieht's aus? Habt keinen Bock auf mit mir zu reden? Okay. Dann wird der Kenny mit euch den Boden aufwischen. Kenny, der Kenny bitte. Euch mal zeigen, wie stark ich bin. Bitte mach mal, Kenny. Ich bin doch dabei. Entspann dich mal hier. Bitte mach mal, Kenny. So, ja, wie sieht's denn aus, so auf 8 lacht? Findet man das alle lustig? Das ist bestimmt der Comedy-Planet. Runden für Kolonieschiff, Alter, habt ihr komplett gesoffen. Da lache ich aber nicht mehr. Das sind alles so dumme Planeten. Oh, Anno wollte noch was. Du hast was habe ich jetzt, was habe ich denn jetzt angeklickt? Ist die Technologie getauscht? Ja. Hast du einfach angenommen, oder was? Ja. Ah, nice. Hiermit bestätige ich, Kenzilla. Ich trete alle Rechte ab an. Was für eine Technologie hast du dir denn jetzt ergaunert von mir? Ich hab gar nichts ergaunert. Ergaunert. Ich hab fair getauscht. Pferde. Ich hab dir Pferde gegeben. Pferde. Ja, also ich wollte 4 bis 20 Pferde haben oder so. Weltraum Ponys hier, ey. Transport Fever. Das Irving. Oder wie hieß die Stadt da noch? Ich glaub Irving war's. Weltraumstadt? Irving? Nee, die Stadt in Transport Fever. Die mit den Pferden. Weiß ich nicht mehr. Nee, okay. Nee, komm ich nicht mehr. Nee. Kann sein, also ne, beim allerersten war es glaube ich sogar Los Angeles oder so, oder San Francisco. Ich glaube Irving, oder? Die, was neben Los Angeles war. Ja, und bei Transport Fever 2 war es auch irgendwas Ami-mäßiges. Hm. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wenigstens wisst. Wie hieß die Pferdestadt? Wo haben wir ein langes Gesicht gemacht? Wow. Okay. Die Chain. So, also. So, Atari, dann. Ich auch mal was. Dann wachs mal. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Ich halte jetzt nicht mehr auf den Stühlen. Schickst du was aus der zweiten Forschung? Warum lacht er denn, den es eigentlich gerade getroffen hat? Warte. Spieler Anno hat ein Geschäft angenommen. Spieler ein Geschäft gesendet. Angenommen? Das ich hab dir eins geschickt. Der Mega-Fluxer, den mag er schon wieder haben. Auf den steht er. Na naja, okay. Die anderen Raketen habe ich inzwischen selbst schon, deswegen. Dann gönn dir mal den Mega-Fluxer. Dafür habe ich dir jetzt 4 Technologien. Danke. Vergiss nicht Luft zu holen. Weltraumakademie.
Oi. Kommandokostenpunkte, das ist doch mal was. Gern geschehen. Dunkschick, gell? Drei Runden vor Schluss. Alter! Alter! Also, ich schwöre, ich bring ihn um. Zwei gibt es keinen Frieden mehr. In Runde 2 bomb ich dich weg. Runde 2 ist dieses: die menschlichen Spiele greifen sich nicht gegen an. Gibt's nicht. Nein! Hier wird eine epische Schwierigkeit gesetzt. Oh, ich musste noch einmal klicken, da hätte ich ein Angebot für Valgo gehabt, ey. Okay. Wieder so ein lustiges hier, Chronitonen. Nein, nicht ganz. Aber es hat dir bestimmt gefallen, glaube ich. Bestimmt. Manche Gröber. Okay, du jetzt brauche ich es nicht. Wartest mal. Ich bin echt gespannt. Dies wird gleich sehr lustig werden, glaube ich. So. Hast du das geschickt, Kenny? Ja, warte, ich arbeite gerade dran. Alter, aber hast du überhaupt irgendwas erforscht? Alter, halt die Fresse. Ja, sorry, aber Alter, wenn ich durchgehe, was ich dir an Technologie von mir anbieten kann, ist das eigentlich mein gesamter Technologiebaum. So geht's mir. Ich dachte, ich schicke dann deswegen mal 4 Stück drin. Ja, ich schicke ihm gerade auch ein bisschen was. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, Technologie ist jetzt nicht sowas, auf das ich mich unbedingt fokussiert habe. Merkt man vielleicht auch also gar nicht. Also keine Kolonien sind und auch keine Kampf, frage ich mich, auf was du dich eigentlich spezialisierst. Ja, Moment, Kampf hast du gerade geklaut von mir, genommen von mir. Ich habe mir Frachtraumplatz von dir genommen. Ja, das ist eben Kampfsektor. Okay, was hat er alles? Okay. Oh, 50 Sekunden übrigens für Valvo. Sehr schön, Kenny. Ha, jetzt gewinne ich doch noch. Was kommt denn da? Des Weges. Was bist denn du? Die Mrschan schicken einen Speer zu mir. Das sind die Katzen. Das sind die, mit denen du gerade den Boden aufwischst, oder? Nein, das sind die Silizoiden. Okay, die Mrschan, die haben noch. Die haben noch Aufschub bekommen. Die Mrschan sind die Katzen. Ja, von denen habe ich mich erstmal entfernt. Die tun mir aktuell nichts. Ich warte auch drauf, dass sie mir eventuell mal Geld anbieten wollen. Hier kommt's, meine Kätzchen. Ich muss tatsächlich ein Kolonieschiff bauen, Alter. So eine Scheiße, ey. Belastend. Wo gehst du denn hin? Auf welchem Planeten? Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber ich muss. Ja, ich brauche Kommandopunkte. Ja, okay. Handelsabkommen ist beendet? Wie steht da nicht mit wem? Mit mir. Okay. Da okay. Steht da schon, du musst die Texte zu Ende lesen. Nee, das stand auf der rechten Seite nur, Handelsabkommen ist beendet. Dann habe ich drüber gescrollt, ja, und stand nicht da mit wem. Ich lese es dir beim nächsten Mal vor, wenn bei mir so ein Ding abläuft, da steht da. Das ist aber lieb. Ich kann nur mit dir keins. Ich kann mit dir keins eingehen, weil du keine 1400 Credits hast. Ah, okay. Spar mal ein bisschen. Ich mach mal ein Bündnis mit dir. Jo, mach ruhig. Ich werde mich mit der Hexe beratschlagen. Sagst du. Ja, krieg ich bei Anno auch dauernd. Welche Hexe, Anno? Entschuldigung, Silikoniden. Wie weit seid ihr mit denen? Warte, die haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Planeten. Okay, sag die nicht, mögen du... mich nicht, seitdem ich mit Valve ein Bündnis hab. Ich wollte schon fragen. Ich will auf dem Planeten sein.
alles scheiße hier, ey. So scheiße. Das ist ein bisschen überflüssig. Und dann noch die hier. Überflüssig. Hier, jetzt in einer Runde habe ich die Mega-Forschung fertig. Hyperdimensionale Spaltung. Spaltet sich das ganze Weltall von mir auf. Alles kaputt. Heißt du der Oberbegriff von der Forschung oder ist es einer von diesen kleinen Kacheln da drin? Ja, Oberbegriff. Oh, wo ist denn die ganz? Ach, da unten. Oh. Mal weiter links. Ja, ja. Ich musste auch gerade ein bisschen zurückscrollen. Du Wichser! Alter Hand. Der ist doch so, weil du echt forschst, ist sie echt übel zurück, ey. Das kommt mal weiter links. Ja, Mann, ey. Die gute für Anno. Mhm. Als ob, wieso kriege ich die denn jetzt wieder? Ich dachte, da kenne ich es hier, der Führer in Krieg. Ja, in Krieg, aber militärisch stärker bist du wahrscheinlich du, wa? Oh, kenne ich, hab dich technologisch geholt. Okay. Gegnerischer Spion entdeckt, Mrshan! Mhm. Ja, da sagen wir doch einmal töten. Wieso zoome ich denn gerade auf die Schiffe der Antarana? Achso, okay. Jetzt sehe ich die auch mal. Ach toll, die fliegen nach Atari, ne? Sehr schön, Arno. Was soll denn das sein? Kannst du es nicht in einem der anderen Systeme ausfechten? Muss es unbedingt in Atari sein? Das ist allerhand. Allerhand. Stille. Ich guck grad was, gib mir eine Sekunde Zeit. Eins. Speer haut auch wieder ab, ja schade. So, wollen wir gucken. In der Theorie sind wir stärker. Okay. Du bin ich ja gleich gespannt. Also, ich habe eine Angriffskraft mit der Flotte von 1023 und eine Verteidigungskraft von 4004. Die haben eine Angriffskraft von 964 und eine Verteidigung von 1642. Ich sehe es gleich live. Neben mir explodiert gleich irgendwas von beiden. Ist zwar schade, weil da sind jetzt weder die Titanen noch die Todessterne bei, weil die alle noch im Bau sind, aber... Kannst du Todessterne bauen? Ja, ich habe einen Todesstern im Bau. Aber die Titanen sind hart unbalanced, aber die sind so mega stark, die machen so richtig viel Damage, ey. Okay. Ich will dann wissen, was der Todesstern kann. Valvo noch 40 Sekunden. Ach, Bubulus. Ich habe gerade Dubulus gelesen. Okay. Jetzt geht's gleich los, oder? Ah, no. Iwatos Kino. Der braucht ja ewig, um herzukommen. Ja, das dauert ein paar Runden, bis der ankommt. Der traut sich nicht. Das ist das Positive, wenigstens ein bisschen Kino. Action. Action. Ein wenig Action.
Ding, ding, ding. Diddling. Diddling. Hey, hey. Hey, hey. Na dann bist du. The secrets crawl into our minds. Eine Minute, Kenny. Oh, no. Jetzt komme ich in Stress hier. Ah! Ah. Wow. So, so, da oben, wie bewegt ihr euch? So, 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 so. Genam kann ich auch noch angreifen. Noch nie angreifen. Komm schon, sag den Frosch. Bam, 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 bam. Ja. Wer hat mich im Bau? Was? Grobaldin? Wer baut denn einen Grobaldin? Hallo, Grobi. Schönen guten Abend. Hallo. Und dieser kleine Planet, ne, den ich von den Silizoiden da abgedingst hab, ne? Der ist echt Schmutz. Klingt gut. Mhm. Fühlt sich auch genauso an. Ich baue irgendwelche Sachen und dann kaufe ich die einfach sofort. Gehen dann wirklich ausradiert. Alter, die sind ordentlich gesiedelt, ey. Die haben in ihrem Planeten jeweils so bis zu 5 Planeten hier, in ihrem System jetzt bis zu 5 Planeten untergebracht. Oder in ihrer Macht. Brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr. Und das. Boah, was ist denn da schon wieder passiert? Da ist schon wieder irgendwas in die Luft gegangen. Meine Dritten. Oh je. Deinen Dritten geht's nie so gut, kann das sein? Na. Sollen wir es öfter mal zum Zahnarzt gehen? Da war gerade irgendeine Giftkatastrophe oder so. Ja, Prophylaxe ist wichtig, Valvo. Dankeschön. Aber ohne Zähne bringt mir Boah. Geld. Ich fühle das Gefühl. Fülle, Fülle, Fülle. Boah, Zweitwohnsitz kann aber auch ein bisschen was abgeben da. Ach, leidet Hunger. Hunger, Schmunger, sag ich mal. Boah, okay, ja, gut, dann fangen wir mal vielleicht an, ein bisschen was zu produzieren auf dem Planeten da. Okay.
13. Na, Speerschiff, was wird das da? Hm? Was haben wir da vor? Katzenschiff. Miau. Wartet, mit denen kann ich ja reden. Ich kann eine Audienz machen. Kann ja mal. Spioniert uns nicht aus. Sagen. So, die kacken wir mal schön an. Oh, oh, okay, Bitch. Valvo hängt im Ketten, im Bitchfight, ey. Valvo noch 15. Okay. Wow. Ja, oh Gott. Irgend sowas wie ihr seid es ja eh nicht wert. Wow. Wow. Ach, Mann. Moment, je nachdem, wer siegreich bei Orion hervorgeht. Wenn's ich bin, dann gibt's Stress, Katzen. C, Eich und E. Hoa. Mann. Boah, ey. Ich glaube, es hackt. Mrschan. Kennst du eigentlich alle kleinen Zivilisationen? Ich kenne, glaube ich, gar keine. Mati. Die Nye Moriana? Oh, ich glaube. Ich bombardiere die, glaube ich. Die Nye Moriana? Ja. Jo, warum denn? Die sind doch lieb. Ich dachte, der Planet gehört zu den Sigizoiden. Na, oha. Die arme New Montreal. Ja. Hallo. Ich flieg dann mal weg, ha? Oh, ja. Ich lass sie mal in Ruhe, ha? Entwicklungshilfe, Marke Kenny. Entschuldigung. Einmal reinheizen. Das war... Upsala. War gut, dass ich gerade gefragt habe, ne? Ich glaube, die haben noch einen Kolonisten jetzt und eine Struktur auf ihrem Planeten. Da läuft's. Kannst du sie auch gleich wegbomben? Nein. Und dir den Planeten sich. Du wolltest ja eh kolonisieren, das wäre der Ideale für dich. Gewissen. Ja, du und Gewissen. What the fuck? Was ist denn hier los, ey? Ja, aber das, der wäre gut für dich, glaube ich. Schmutzig. Wenn nicht, flehe ich deine Masse fertig. Nee. Kennst du noch welche? Von der kleinen? Ich glaube, so irgendwas Amoriana oder so. Akiriana? Was da bei mir sind? Irgendwas war da. Danu kennt wahrscheinlich den Rest. Ja, ich kenne alle Gegner, also alle KIs, alle Sektoren. Ne, die kleinen meine ich. Ich kenne Akiriana, Nye Moriana, Yarsiana, Nyonius und Zarkoniana. Okay. Die Akiriana und die Nye Moriana kenne ich auch. Beziehungsweise die kennen jetzt mich. Der eine kennt noch mich. Der letzte Überlebende. Als der Kenny aus Versehen den falschen Planeten zu Ende bombardiert hat. Über den orbitalen Funk hieß es nachher nur Upsala. Ach, ihr wart's das. Oh. Ich glaube, das geht auf mich. Entschuldigt bitte. Wir werden am Folgenende schon mal wieder. Ja. Ich weiß, ich bin immer der Überbringer dieser unsäglichen Nachrichten, aber. No, no! Es zieht sich aber auch gerade so ein bisschen, oder? Weil irgendwie haben wir nicht mal noch 50 Runden heute geschafft. Bisher noch nicht, ne. Tja, brauchen ja manche Leute ein bisschen mehr Zeit, ne?
Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Schaut beim Valbo und beim Anno vorbei. Schaut auch vorbei, wenn ihr wollt. Anno, hallo. Schaut beim Kenny vorbei beim Streamen. Ja, und dann, ja, sagen wir mal bis zur nächsten Folge, wa? Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.